Herzlich willkommen in der Bildergalerie zurück. Hier ist Michael. Nach vielen Jahren der Abstinenz habe ich jetzt wieder Lust. Und worauf habe ich Lust? Auf das beste Spiel. Naja, vielleicht nicht das beste, aber auf RimWorld von den Ludion Studios. Ich würde nochmal hier jetzt in der zweiten Staffel eine neue Kolonie gründen. Hab auch schon ein paar Versuche gemacht jetzt in den letzten Tagen. Allerdings hatte ich da Technikprobleme, dementsprechend musste ich die alle löschen. Hab aber gleich wieder ein bisschen was gelernt, nämlich dass Figuren, die die Eigenschaft haben, Pyromane, gar nicht mal so gut sind. Die brennen nämlich mal einfach alles ab. Okay, beginnen wir. Neue Kolonie gründen. Das ist ja eigentlich noch halbwegs bekannt. Wir machen wieder den Absturz. Ja, den Absturz. Wieder Cassandra. Classic. Das gefällt mir. Friedlich. Hier bin ich mir immer nie ganz sicher. Ich würde einfach... Es ist noch ein gefährlicher Planet. Abenteuergeschichte klingt gut. Indianer Michael. Nein, ich möchte bitte den. Okay. Das lassen wir alles so. Und wir generieren. Jetzt müssen wir uns noch eine Landestelle suchen. Kann man ein bisschen... Ja, ich würde wieder so gemäßigte tropische Zone nehmen. Mit Wald und ja, man muss es ja nicht gleich ganz brutal beginnen. Das sieht man hier, gemäßigter Wald, kleine Hügel, die Temperaturen. 0 bis 25, das ist alles noch ganz schön weit. Im Norden 21 bis 35, das ist ja, schön warm. Kleine Hügel, hier könnte man eigentlich direkt mal landen. Große Hügel. Kleine Hügel. Versuchen wir es mal mit kleinen Hügeln. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Kleine Hügel, Unwegsamkeit 2,5, kann ich nichts mit anfangen. Dort werden wir einfach landen. Und jetzt haben wir das Problem, oder nicht das Problem, wir brauchen wieder drei Nasen, die ein bisschen was taugen, nie völlig durchgeknallt sind, arbeiten. Hier, kein Weichei, braucht erstmal nie, schwaches Immunsystem. Das ist nicht gut genug. Mache ich jetzt hier einfach mal. Und zu alt sollten sie auch nicht sein. Lahme Ente, freundlich raufbold, gefällt mir schon mal gut. Linkes Bein, Schussnarbe, Schmerzens, das sind alles so Sachen. 22, die Brin. Schläfer, zu klug. Okay. Ja, das nehme ich doch mal. Lahme Ente, Laufgeschwindigkeit. Ja, das kann man schon nehmen. Das ist okay. So. Handwerk ist ja ganz gut begabt. Was heißt die neue Gemeinschaft? Fraktion. Nee. Stopp. So, das ist okay. Ist dabei. 55 ist mir ein bisschen zu alt. Kommen hier auch mal Jungs? 60, mein Gott. Ich schaue zuerst aufs Alter jetzt gerade. Männlich, Alter 30, schlimme Frisur, verweigert Gewalt. Naja, irgendwie ein bisschen kämpfen sollten sie schon. Verweigert einfache Arbeit, sowas ist schlecht. Ja, die müssen ja auch mal was treten. Genau, tragen. Ja, das ist doch gut, nehmen wir da gleich mal noch eins. Bunkerkind, Bergbau minus 2, Medizin plus 3, Sozial. Boah. Lobwelt. Naja, nehmen wir mal. Kommt die Tini wieder mit und dann möchte ich gerne noch mit ran. Die ist ja gut, 55. Schön drogenabhängig. Und steht... Nee, steht nie auf Gewalt. Gut, das hätte mich jetzt auch gewohnt. Männlich, 41. Verweigert Gewalt. Nee, komplexe Arbeiten. Nee, irgendwas. Verweigert nichts. Gut. Leichtes Asthma. Nee, 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 nee. Weigert Gewalt, weigert Brandbekämpfung. Also hier sollte eigentlich Ruhe sein. Das muss ich einfach nie haben. Das stört dann nur, also gerade am Anfang, wenn irgendwelche Leute dazukommen, kein Problem. Alter, oh Gott. Männlich 23, verweigert Brandbekämpfung. Kommt schon, irgendjemand musste mal. Was ist denn hier? Verweigert nichts. 21. Starkes Immunsystem, sorgfältiger Schütze, linke Hand, Holzhand. Scheiße, schade, der war gut, aber irgendwas ist ja immer. Schneller Lerner.
Also, Tobias. Nachteule, habgierig. Rische Rumheule. Gut, nehme ich aber. Das bin ich. Miki, mach's wieder so. Maschinensammler, Unternehmer, Monteurin. Können die was in Medizin? Ja, ist alles gut. Gut, wir starten. Schnell zusammengebastelt, die Truppe. Mal sehen, was uns erwartet. Also, los geht's. Generiere. Schauen wir mal, was jetzt hier rauskommt. Wo wir landen, wie wir landen. Es gibt ja immer schlechte Erfahrungen, die man hier machen kann. Aber auch großartige Momente. So, Schiff stürzt ab. Wir gehen nieder. Okay. Ich mach mal auf Pause. Leertaste drücken. Soweit okay. Schauen wir mal kurz das Gelände an. Das hier ist ja gleich mal sehr perfekt. Haben wir ja gleich mal fast ein Häuschen. Wand aus Sandstein. Erstmal egal. Was haben wir hier? Auch gut. Muss aber nie sein. Das gefällt mir eigentlich super hier. Hier muss ich nie wirklich viel machen. Ja, die Steine rausräumen früher oder später, aber okay. Damit das Zeug hier abreißen in der Mitte. Ein bisschen hübsch machen. Erstmal hier ein großes Ding hinbauen. Was bist du? Lange Stele aus Marmor. Kann ich die abreißen? Kann ich abreißen. Kopie bauen. Ja. Naja, soweit ist es noch nie. Hier haben wir Eisen, das ist wichtig. Ist das ein Friedhof? Oh ja, ich befürchte schon. Sollen wir unbedingt buddeln. Boom Rats. Boomerloop. Okay. Die sind nochmal anders. Naja. Das ist nicht mein Problem. Was haben wir hier hinten noch liegen? Überlebensration 50. Die sind zwar nicht viele, aber die gebe ich gleich mal frei, dass ich die nie vergesse. Genauso hier wieder ein Stahl. Stahl braucht man nämlich. Braucht man unbedingt. Oh, hier ist natürlich auch gut. Gleich mal abreißen. 5 Stück finde ich bestimmt wieder. Ist rechts von mir. Rechts von mir ist einiges. Ein Nashorn. Okay. Da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Fangen wir gleich mal an. Und geben Befehle. Und dazu gehört jetzt erstmal abreißen. Ganzen Mist wegmachen. Hat sogar schon Fußboden drin, super. Weg. Ich mache erstmal einen ganz großen Raum. So, und ja, achso. Was wir, bevor es losgeht, noch unbedingt machen müssen, ist die Arbeit einteilen. Also hier erstmal noch nichts, aber der Zeitplan. Alles machen, arbeiten, entspannen. Also bis um 6 wird geschlafen. Dann wird erstmal schön bis, boah, bis 12 gerackt. Dann gibt es eine kleine Entspannungsphase von 2 Stunden. Dann arbeiten wir nochmal. Scheint irgendwie ein bisschen. Bis 18 Uhr. Arbeiten bis 18 Uhr und dann könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Das ist eigentlich ganz okay. Ich würde euch ja fast noch ein bisschen, naja, bis 22 Uhr. Das sieht da eigentlich ganz okay aus. Nee. Warte. Wir machen das noch so. Das noch so. Das noch so. Ich würde euch ja schon ganz gerne noch ein bisschen Entspannung lassen. Machen wir das mal so. Machen wir erstmal noch keine harte Arbeitsgewalt. Sondern einen vernünftigen Zeitplan, was wir immer brauchen. Also das ist hier, falls jemand die erste Staffel noch nicht gesehen hat, hier stellt man die Priorität ein, in der die Leute diese Arbeiten, wie zum Beispiel Transporte, erledigen sollen. Eins ist hoch, zwei bei Transport. Wir müssen erstmal ein bisschen Zeug zusammen glauben. Waldarbeit ist wichtig, Bergbau brauchen wir noch nicht. Ich schalte es trotzdem mal mit ein, machen wir bei 4. Bauen, oh je, die können ja gar nicht. Naja, die Mädchen halt. Aber okay, kein Problem, dafür können sie gut jagen. Ich weiß, dass eine von den beiden sensationelle Schusswerte hatte. Also sensationell ist übertrieben, stand irgendwas damit, gut schießen. Als auf 1 sofort gesetzt wird, schlechte Erfahrungen aus der ersten Staffel. Feuerwehr. Alle sollen löschen. Und wenn jemand
sich verletzt, dann soll er auch gefälligst ins Krankenbett gehen. Jagen und so weiter, das können wir alles später machen. So ist das erstmal ganz okay. Braucht man noch nie. Handwerk. Handwerk? Ja. Verarbeiten. Ja. Ja. Waldarbeit, Holzhacken. Ja, das musst du lernen. Ist das so? So. Damit du es lernst. Bergbau brauchen wir jetzt noch nie. Bauen ist wichtig. Okay, das machen alle irgendwie ein bisschen mit. Damit werden die Grundeinstellungen erstmal erledigt. Jetzt kann man hier diese verschiedenen Menüs. Ich versuche jetzt nochmal mir zu merken, dass natürlich nicht jeder alles gesehen hat. Hier in der ersten Folge der zweiten Staffel. Natürlich nicht alles gesehen hat aus der ersten Staffel. Wie machen wir jetzt weiter? Ich würde jetzt, genau, Architektur. Was kann man bauen und so weiter. Komme ich dann alles noch drauf. Arbeit haben wir durch. Zeitplan, Zuweisung. Später Tiere. Haben wir ein Tier? Haben wir ein Tier? Ziggy die Katze. Ein Jahr. Und weiblich. Wildtiere, Forschung. Forschung kann man erst, wenn man den Forschungstisch gebaut hat. Weltkarte und Quests. Gut. Einführung erledigt. Weiter geht's. Wir bauen jetzt eine Struktur. Eine Wand. Und da wir die Sachen noch nie abgerissen haben... Holz rum? Ja. Das Holz gebe ich mal frei. Wir machen mal... Wir bauen das erstmal hier mit Holz fertig. Objekt bitte wegtragen. Da liegt, glaube ich, in der Tür. Wir bauen hier erstmal das. Das wird ja weggerissen. Holz. Ah, schön. Kleinen Friedhof. Schauen wir uns das mal an. Jetzt habe ich denen befohlen, dass die hier also die entsprechenden Wände aus Holz hinbauen sollen. Wir bauen mal eine Tür ein und wir bauen noch eine Tür ein. Schlechte Erinnerung aus der ersten Staffel. Flucht aus geschlossenen Räumen. Boah, verdammt schlecht. Okay, und jetzt lasse ich es mal loslaufen. Geschwindigkeit kann man einstellen. 11. Dezember 5050. Es ist Winter. Wir brauchen Betten. Halt! Der Jäger ist ohne Fernkampfwaffe. Wer ist der Jäger? Da geht's schon los, Jäger. Jagen. Ich hab's gerade gesehen. Jagen. Oder Miki. Aber wer hat denn hier eigentlich die guten Fähigkeiten? Logbuch, Körper. Bedürfnis. Wie gut bist du? Fernkampf 3. Nicht ganz so gut. Fernkampf 4. Und der Miki hat Fernkampf 2, aber Ehrgeiz begeistert, lernt 150%. Also nimmst du dir jetzt erstmal die Waffe. Ich schalte die frei, klicke ihn an. Rechtsklick kann ich mir das auswählen. So. Sie hier nimmt den Revolver. Ja. Und dann arbeitet ihr mal fein los. Ich mache mal ein paar Rationen frei. Also alles, wo jetzt hier das X drauf ist, bedeutet, das rühren die nicht an, ums Verrecken. So, trautes Heim. Hier gibt es erstmal viel zu tun. Bäume kann man fällen, um dann später die Holzvorräte wieder aufzufrischen. Ein Lager braucht man. Das weiß ich auch noch. Mitten im Friedhof gelandet. Eieiei. Und irgendwo konnte man doch auch noch sein Haus irgendwie... Sein Haus. Die Kolonie benennen, umbenennen. Sowas wie unser Land. Konstruktion fehlgeschlagen. Abreißen. Hier gibt es viel abzureißen. Abreißen. Ein halber Tisch aus Stahl. Nee. Stopp. Nicht abreißen. Nicht abbrechen. Deinstallieren. Ja. Und neu installieren. Bauen wir gleich mal einen Tisch rein. Ja. Stahltisch muss ich natürlich nie abreißen. So dringend brauche ich jetzt noch keinen Stahl. Die Pflanzen könnte man mal wegmachen lassen. Pflanze entfernen. Ja, wir wollen sie ja hier ein bisschen sauber haben. Sie baut jetzt hier die Tür.
Ist denn noch genug Holz da? Holz haben wir so gut wie keins mehr. Naja doch, ist noch reichlich da. Eisen. Ich mache die Sachen, die ich mal finde, frei. Das kann zwar bedeuten, dass die Leute länger rumrennen, anstatt das zu machen, was ich ihnen hier schnell auftrage. Was ist denn das hier? Geht's dir nicht gut? Reißt Wand aus Sandstein ab. Ach, für die Tür. Du fällst das und du holst Holz. Sehr gut. Hol das Holz. Ui. Die bricht. Warum? Tine? Unternehmerin? Krypto-Schlafkrankheit. Okay, also ja. Die ist also noch ein bisschen benommen, weil sie gerade aus dem Kryo-Schlaf oder Krypto-Schlaf erwacht ist. Eigentlich leicht Orientierungsprobleme. So, Steff holt jetzt den Tisch und baut den hier auf. Ich hätte dann gerne diese Steinbrocken mal weggelegt. Da würde ich mal eine Zone festlegen. Zonen. Abfallzone. Lagerzone. Ich mache hier mal eine Lagerzone. Will ich das? Ich will die Steine hier rausbekommen. Weiß nicht, ob ich das schon machen muss oder ob die einfach raustragen. Achtet mir, wenn ich euch das sage. Okay. Reißt lange Stele aus Marmor ab. Das ist sehr gut. Ja, das Abreißen von diesen Wänden hier ist natürlich sehr zeitaufwendig. Wir haben es 9 Uhr in der Früh. Und gerade diese Riesenstele abzubauen oder abzureißen dürfte eine Weile dauern. Aber hier haben wir natürlich... fühle ich mich ja schon genötigt, gleich ein Lager einzurichten. Diese Steine, dass das Zeug ist. Und Betten brauchen wir auch noch. Ah ja, alles Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Großes Lager wäre nämlich super. Ja, hervorragend. Was machst du jetzt? Weiß nicht. Das Ding kommt weg. Da kann ich, glaube ich, gleich... Ziggy, geht's dir gut? Jetzt könnte ich natürlich auch Wände aus Sandstein wieder einbauen. Naja, warum nicht, ne? Wenn ich schon hab, kann man das schon machen. Abreißen, abreißen, soll ja auch ein bisschen hübsch sein. So. Ja, die Steine sind wirklich ein Problem. Hi, grüßt euch. Jetzt Bautür, ja, aus Holz. Okay, okay. Funktioniert das hier unten? Ich hätte schon gerne gleich ein Lager dran. Ah, ich bin schon wieder zu gier. Erstmal Sachen machen lassen. Erstmal Sachen klar machen lassen. Das heißt, es braucht... Oh, das gab ordentlich Marmor. Nicht schlecht. Wie spät haben wir es jetzt? Um 12. Da ist jetzt, glaube ich, die erste Pause für alle. Arbeiten fleißig weiter. Okay. Es läuft. So Stück für Stück. Wir brauchen, wie gesagt, die Steine müssen raus. Das Zeug hier muss weg. Weg, weg, weg. Und dann müssen ein paar Betten rein. Ha! Aber die Überdachung steht. Die Dächer werden gebaut. Zack. Zack. Das heißt, wir haben jetzt zumindest erstmal einen abgeschlossenen Raum ohne Fenster. Ja, okay. Und ich denke für die... Ach naja, es ist die erste Folge, dann müssen wir mal ein bisschen weitermachen. Was sage ich denn? So, jetzt sind sie erstmal alle weggerannt. Ach ja, Tina schaut den Wolken zu. Steff schaut den Wolken zu. Ah ja, es ist auf jeden Fall Pausenzeit. Ganz klarer Fall. Kasuar kann man bestimmt jagen. Die Katze schleicht durch unser neues Heim. Oh, das ist natürlich sehr gut. Das beinhaltet, glaube ich, Stahl. Und hier drüben haben wir noch irgendwo eins. Oh, ich war doch rechts.
war so. Genau. Wir sind also noch ein paar Trümmer vom Absturz runtergekommen. Hier Stahlreste, auch gut. Die sind gefährlich. Ich glaube, passen. Dass die nicht neben einem sterben, denn dann explodieren die neben einem. Das ist nicht... Achso, ich mache jetzt mal die Zeit ein bisschen schneller, dass hier auch mal schön weitergearbeitet wird. Geht hier jetzt hin. Was zu essen holen. Sehr gut. Und gleich was essen. Ja, ja, das macht er richtig. Ich brauche das Lager. Ich habe das Zeug ganz gerne in der Nähe. Also baue ich hier gleich noch ein Holzlager ran. Das mache ich jetzt mal, bevor ich es vergesse. Machen wir das ganz entspannt aus Holz. So. Ja, weiter kann man es jederzeit. So. So. Und hier eine Tür. Das mache ich gleich mal zur Lagerzone. Zack, zack, zack. Lasse nebenbei hier mal noch den Baum wegfällen. Ist hier irgendwas? Die Pflanzen rausmachen. Okay, und wir haben jetzt hier die Lagerzone und die kann man definieren, was nämlich drinnen liegen soll. Und trocken möchte ich hier nicht, aber alles andere hätte ich gerne. Mahlzeiten, ganzen Essensangelegenheiten, was hergestellt wird. Und Baumaterialien und dergleichen. Sollte nicht. Genau. Und die Sachen holen die dann jetzt hoffentlich so Stück für Stück zusammen. Jetzt ist zwar gleich der erste Tag rum, solange würde ich die Folge auch noch laufen lassen. Gebe hier aber schon mal das Go, dass sie die Sachen dann auch reinholen können. Und dass wir das ganze Zeug dann schön eben anliegen haben, nie ständig so weit rennen müssen. Das ist natürlich völlig aus Effizienzgründen geschehen. Betten haben wir noch keine, das heißt, wir müssen in dieser Steinwüste, im wahrsten Sinne des Wortes, müssen wir erstmal übernachten. Gut, dann ist das halt so. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn mit Outfits? Ja, ja, klar. Beste Kleidung tragen. Oh, oh. Und jetzt haben sie, jetzt sieht man hier schon, haben sie schon das erste Holz eingelagert. Raus damit dann zu gegebener Zeit. Naja, ein Bett wäre, also Betten wären halt ganz gut. Ich würde die auch gleich mal... Möbel zumindest einfach erstmal hinbauen. Eins, zwei, drei. Oh, geht direkt sogar los. Ist natürlich nicht schlecht. Schön. Das ist doch gut, wenn ihr Betten baut. Holz haben wir jetzt wahrscheinlich keins mehr. Doch, haben wir noch. Ich weiß, ob es reicht. Das kostet ein Bett. 45, da müssen wir auf jeden Fall für die Betten noch mal ein bisschen Holz hacken. Das wird dann aber erst morgen sicherlich klappen. Die Tine hat es gebaut, also würde ich der Tine auch das Bett zuweisen. Wo ist Tine hin? Was macht Tine? Ah ja, schaut sich den Sternenhimmel an. Gut. Naja, es war jetzt alles ein bisschen flott, wir werden noch ein bisschen reinkommen, aber ich denke, der erste Tag ist so halbwegs durch. Ich würde 0 Uhr hier dann abbrechen. Tine futtert noch was, sehr gut, schön unter freiem Himmel und dann ist doch eigentlich bald Zeit fürs... Die Steff schläft hier draußen, Miki schläft dort, Tine schläft im Bett. Ja, Tine holt, hat gleich nochmal ein bisschen Holz geholt, wenn sie schläft, nämlich jetzt... Würde ich sagen, ist die erste Folge von RimWorld, zweite Staffel, hier in der Bildergalerie vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Sagt ja, Michael.